Große Vorfreude bei Alfred Gislason vor seiner Premiere als Handball-Bundestrainer. Bosnien-Herzegowina in den blauen Trikots kommt besser in dieses EM-Qualifikationsspiel, führt nach 3 Minuten mit 2:0. Die zermürbenden langen Angriffe seiner Mannschaft und dazu dem Gästetor Benjamin Buric verunsichert die deutsche Mannschaft zunehmend. Sieht man selten, dass Uwe Gensheimer einen 7 Meter verwirft. Knappe Viertelstunde gespielt, 2:5 aus deutscher Sicht, sehr überraschend, und sie marschieren weiter. Die Gäste, die ja nur mit 11 Leuten angereist sind, Nikola Pritsche hier mit 8 Treffern insgesamt in diesem Spiel, bester Schütze der Gäste. Dann Timo Kastening, 8er Treffer für die deutsche Mannschaft nach 26 Minuten, zu selten in dieser ersten Hälfte haben sie die Außen eingesetzt und in der Abwehr zu löchrig gestanden. Das war der Halbzeitstand. 13. Treffer für Bosnien. 13:9. Hochzufrieden geht's in die Pause. Zumindest aus ihrer Sicht. Viel Kritik gab's bei der deutschen Mannschaft in der Kabine. Dann Schreckmoment für Bosnien-Herzegowina. Ausgerechnet Igor Karadzic, der seine Mannschaft so hervorragend geführt hat, muss rausgetragen werden, umgeknickt. Noch einmal mehr dezimiert der Elverkader. Jetzt also nur noch zu 10, sprich mit 9 Feldspielern. Dann die 37. Minute, Ball abgefangen, Gegenstoß, Timo Kastening, und dann ist es Hendrik Pekeler, der zufasst den Ausgleich zum ersten Mal in diesem Spiel. Hendrik Pekeler mit insgesamt 5 Treffern, bester Werfer, jetzt stimmte die Körpersprache und die Sicherheit wuchs. 15:15, Bosnien blieb dran, schönster Treffer dieses Spiels, der 16. insgesamt durch Luka Peric. Dann hier zu sehen, der Gegenstoß, Timo Kastening, erneut der Treffer, 17:16. Die erste Führung, endlich. Kai Häfner, der nächste Schütze, jetzt waren es 4 Tore Vorsprung, 20:16. Ein guter Lauf der deutschen Mannschaft, Pritsche mit seinem letzten Tor, 22:19. Und dann saßen die Gegenstöße, kein Problem für Tobias Reichmann, der 24. Treffer, kurz vor dem Ende. Nun endlich die Erleichterung auch auf der Bank bei Alfred Gislason. Noch einmal eine Parade, Johannes Bitter. Und dann ist der Weg frei, das Tor leer bei Bosnien. Deutschland gewinnt dieses erste EM-Qualifikationsspiel mit 25:21. Mit blauem Auge, nicht zufrieden, viel Luft nach oben. Auf dem Weg am Sonntag geht's gegen Estland.